Es ist viel geboten beim Urlaub auf dem Bauernhof, so auch auf dem Berghof der Familie Babel in Wald. Sie sind neben 1800 weiteren bayerischen Betrieben Mitglied im Landesverband Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern. Also Urlaub auf dem Bauernhof gibt es ja in Bayern eigentlich seit über 100 Jahren. Aber einen Verband gibt es eben jetzt erst seit 20 Jahren. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Bauern, die Betriebe zusammengeschlossen werden, dass man miteinander Werbung macht. Früher war es jetzt so, also ich weiß von uns daheim, wir haben halt einfach ein Schüttel, ein Straßenhaus gestellt, zimmerfrei. Und dann sind die Gäste gekommen und wenn es schlecht wieder war, sind sie wieder gefahren. Und heutzutage geht das ja nicht mehr, Schüttel sind uninteressant. Heutzutage kommen eigentlich alle über Internet und so und drum ist, und ein einzelner Lohr kann das ja nie leisten. Darum braucht man dringend einen Verband. Anlässlich dieses Jubiläums trafen sich viele Mitglieder auf dem Berghof. An drei Tagen wurde dort vor allem das 20-jährige Bestehen gefeiert. Zudem wurde in einzelnen Fachforen über die Zukunft von Urlaub auf dem Bauernhof beratschlagt. Für die Vorsitzende Christa Off steht dabei eines im Mittelpunkt. Also das Allerwichtigste ist einfach, dass wir zusammenhalten und dass die Einzelnen, wir haben ja unten Unterverbände, dass sie die nicht absplitten und jetzt meinen, sie machen jetzt eine eigene Sache. Ich denke, nur gemeinsam können wir das machen, alle wenn wir an einen Strang ziehen und in die gleiche Richtung. Das ist einfach mal das Wichtigste an der Sache. Und ansonsten, ich glaube, in der heutigen Zeit ist der Tourismus sehr stark umkämpft und der Einzelkämpfer hat da, glaube ich, sehr schlechte Karten. Und die Zahlen scheinen das zu bestärken, denn in der Hauptsaison erfreuen sich die meisten Höfe an einem ausgebuchten Haus. So wird etwa jede siebte Übernachtung in Bayern auf einem Bauernhof gebucht. Dort erleben die Urlauber vor allem eins, den Alltag einer Landwirtschaft. Den Verantwortlichen ist klar, den besonderen Reiz macht das hautnahe Miterleben aus. Der Landesverband rührt kräftig die Werbetrommel, damit noch mehr Urlauber von dem Angebot erfahren. Ja, wir machen halt einfach für die Bauern mal die Werbung, das Marketing, damit halt ja, die Belegungszahlen steigen. Was wir natürlich noch machen, was jetzt nur der Verband macht und wo die anderen Bauern, die nicht bei uns dabei sind, auch profitieren, das ist also, wir machen zum Beispiel, wir fragen die Politik, wir geben da Anregungen, wir verhandeln mit denen, wenn es mal irgendwas ist. Besonders am Herzen liegt dem Verband dabei die Ferienzeitenregelung. Denn das Hauptpublikum seien die Familien. Um zudem auch in der Nebensaison Kunden anzuziehen, haben sich viele Höfe spezialisiert. Sie locken die Urlauber zum Beispiel mit Wellnessanlagen. Auf vielen Höfen lernen die Gäste auch einheimische Erzeugnisse kennen. Das ist auch auf dem Berghof der Familie Babel so. In ihrer Käserei verarbeiten sie die eigene Milch zu verschiedenen Käsesorten. Neben der Landwirtschaft stellt der Tourismus die zweite bedeutende Einnahmequelle vieler Bauern dar. Also ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Und das war bestimmt vor 10 Jahren schon genauso wichtig. Und man sagt also, laut Ministerium gibt es also Gebiete, Landkreise, wo bedeutend weniger Höfe aufhören. Und das sind die Gebiete, wo Urlaub auf dem Bauernhof also stark angeboten wird. Das Standbein Tourismus steht mit bayernweit 11,7 Millionen Übernachtungen sehr solide da. Das ist sicherlich nicht zuletzt der vertrauten Marke Urlaub auf dem Bauernhof zu verdanken.